Here we go again. It's day two of Devok Reboot to Respawn. I'm Chris and here's another C3 News Show for you. Jetzt sind wir wieder da. Der zweite Tag von Reboot to Respawn mit der C3 News Show. Heute finden wir raus, wie man ein Herald wird. Ein bisschen Science, Wissenschaft. Und ein kurzer Blick auf den morgigen Fahrplan und natürlich wieder Karotten, wunderbare Karotten. Und wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie ein Herald arbeitet, hier kommt das Interview mit Jinx. Hallo Jinx. Wie ist der Unterschied zwischen Herald auf der Bühne und vor der Kamera? Das Offensichtliche ist, wenn man nicht im selben Raum ist, dann fehlt einem dieses natürliche Gefühl auf der Bühne, wo man das Gegenüber sehen kann. Wenn ein Speaker ankommt, dann tauchen sie einfach nur in einem Videoraum auf und nicht auf der Bühne. Und es ist viel schwerer, mal eben einfach ein bisschen miteinander zu quatschen. Und es ist auch viel schwerer festzustellen, ob jemand auch vollständig anwesend ist, geistig. Und auf der Bühne geht das ganz einfach, aber in einer virtuellen Umgebung ist das viel schwieriger. Ja, die Heralde erhalten ja die Show zusammen. Wie ist das in der virtuellen Welt, wo man kein Publikum hat? Ja, das ist der andere Unterschied. Wir wissen gar nicht, wie viele Leute gerade zugucken. Und da muss man sich dran gewöhnen, erstmal einfach nur in die Kamera zu sprechen. Und die andere Sache ist, man braucht immer ein Backup, man braucht immer eine Rückfallebene. Wenn irgendwas runterfällt, auf der Bühne kann man da schnell, kann man einfach ein bisschen sappeln, mit dem Publikum reden und die Speaker haben die Möglichkeit, das technische Problem zu fixen. In der virtuellen Situation ist das viel schwieriger. Aber es ist auch sehr ähnlich. Wenn zum Beispiel, wenn die Folien fehlen, dann brauchen wir das technische Team, das den Herald schnell einblendet und dass wir dann entsprechend kurz was machen können und ein bisschen Zeit kaufen können. Und also wir brauchen immer ein Backup, wir brauchen immer eine Rückfallebene. Die Krisentelefonnummer, um in letzter Sekunde auch wirklich mit den Speakern in Verbindung treten zu können. Und sie zu erreichen, geht es den Speakern gut? Was ist das technische Problem? Werden sie in der Lage sein, weiterzumachen, wieder mit reinzukommen und all diese Fragen. Vielen Dank. Und eine kurze Erinnerung, wir haben längere Versionen von den Interviews auf unserer Website und im YouTube-Channel. Gestern haben wir kurz auf die 2D-Welt hingewiesen und es ist wirklich unglaublich, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Schaut euch das mal an. Wenn ihr also euch verirrt, dann klickt oben auf Share URL, kopiert die URL und teilt sie mit euren Freunden, um euch genau da zu treffen. Toilettenparty! Eine Rakete, ein Teleskop mit echten Fotos von Sternen und schließlich, ich glaube, ich muss mich ein bisschen ausruhen.
Yes, parties, things to discover. Und ich lege mich hier in diese wunderbare Matte. Dankeschön. Ja, Partys, Sachen, die man sich angucken kann und natürlich Wissenschaft. Mehr Sachen und geht nicht verloren. Und wir schauen kurz auf den Fahrplan für morgen, für den dritten Tag. Wir starten den Tag um Mitternacht mit erweiterten DJ-Sets und morgens geht's los mit einem Talk über Farming und Astronomie und die Klimakrise. Schaut euch den Fahrplan und dann natürlich unser Kitchen Hack mit einem epischen Slow-Mo-Rezept. Karott-Rösti. Karotten. Kartoffeln. Und ein Ei. Einmal das Gemüse schälen. Und dann mit einem Werkzeug eurer Wahl reiben. Das Ei hinzufügen. Ein wenig Salz. Und wenn ihr mögt, ein bisschen Haferflocken. Alles gut zusammenmischen. Heiße Pfanne mit Öl und dann rein damit. Und dann das Ganze ausbacken. Epic. That was it for today's C3 News Show. We'll be back. Guten Appetit. Until then, take care. Wahnsinn. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.